Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Apex Legends Store Update. Es ist wieder soweit, der Store ist komplett neu gefüllt. Heute, wie ich finde, seitdem ich die Store Update Videos mache, lohnt es sich am meisten zuzugreifen, reinzuschauen, was es alles drin ist. Es gibt richtig, richtig geile Sachen. Was es alles im Einzelnen Neues gibt, zeige ich euch nach dem Intro. Where's my money, bitch? Starten wir direkt mit den vorgestellten Skins und haben hier als allererstes den Hemlock-Waffenskin Verlorene Königin. Den finde ich schon absolut edel. Ich habe den auch noch nie irgendwo beim Zocken gesehen, dass der mal irgendein Gegner irgendwie hat fallen lassen, weil es in einer Lootbox war, keine Ahnung. Ich finde den Skin jetzt schon mega geil. Also gleich der allererste Skin, der haut tierisch rein. Und was ich richtig stylisch finde, ist irgendwie dieses kleine Männchen, sieht aus wie so ein... Was weiß ich, wie so ein Jäger mit einem Speer. Absolut geile kleine Verzierung, Details und irgendwelche Engelsflügel. Wenn man hier mal so die Front anschaut oder wie so von so einem Schiff. Ja, von so einem Schiff, die Front. Wie nennt man das? Galionsfigur. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Figuren an irgendwelche Piratenschiffen oder so nennt. Auf jeden Fall finde ich den Skin schon mal absolut geil. So, der zweite Skin. Also übrigens für den Hemlock-Skin habt ihr 3 Tage Zeit, euch den noch zu holen. Fast 4 sogar. Übrigens, by the way, nur ganz kurz bemerke, bevor das Video zu Ende ist. Heute frühen Mittag, wer das Video heute zum Sonntag schaut, gibt es wieder einen Livestream von mir spontan. Nur zur Information. Zweiter Skin ist für den Bloodhound königliche Wache. Den finde ich auch ultra geil. Meiner Meinung nach eigentlich mit der schönste Skin überhaupt für den Bloodhound. Ich hatte mal einen anderen aus dem Pack gezogen mit diesem langen Rabenschnabel. Den finde ich auch richtig geil, aber den finde ich bei weitem schöner. Hat so ein bisschen so einen japanischen Touch, wie ich finde. So ein Samurai-Kämpfer, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der im Detail absolut stark aus. Kommen wir zur Longbow. Den finde ich ultra geil. Ich glaube, einer meiner Teammates, ich glaube, war es Mo? Mo, warst du das? Ich weiß es gar nicht genau. Hat den Skin, glaube ich, für die Longbow. Der sieht ultra geil aus. Jetzt zieht euch mal hier Hunt Me reingeritzt mit einem Messer oder irgend sowas. Und ganz viele kleine Striche. Was weiß ich, wie viel er schon weggesniped hat. Hier steht auch Sniper reingeritzt. Zumindest würde ich das jetzt mal... Drehen wir mal die Waffe um. Nee, hier steht irgendwas anderes. Ich kann es leider nicht entziffern. Auf jeden Fall finde ich diese Striche hier wie beim Knast, wie lange sitzt du schon ein, sowas in der Art finde ich richtig, richtig edel. Also ohne Scheiß. Hier hängen noch ein paar Zähne dran. Die Front sieht sehr, sehr stark aus. Kommen wir zur Exklusivvariante von der Longbow. Wie ich in jedem anderen Video auch sage, sind die Exklusivvarianten immer ein Stück geiler. Und auch hier betone ich nochmal, wenn ihr die Variante habt, könnt ihr euch nur diese Exklusivvariante kaufen, wer das nicht weiß. So, also ohne Scheiß, die Exklusivvariante ist wie immer bei weitem geiler. Die Farben, dieses Rot und dieses, naja, Türkis-Blau würde ich es mal nennen, das sieht ultra, ultra geil aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr einer der Skins selber schon habt oder ob ihr bereit seid, da mal in die Tasche zu greifen und euch so einen Skin zu kaufen. Wenn ich ein guter Sniper-Spieler wäre, was ich leider nicht bin, würde ich tatsächlich zu diesem Skin greifen, damit ich mir diesen freischalten kann, ohne Scheiß. Kommen wir zum letzten Skin oder beziehungsweise zum vorletzten für die Havoc. Ein Quantum Chaos nennt sich diese Waffe, beziehungsweise dieser Skin. Hat so ein bisschen was Buntes, Comic-Style-mäßiges. Diese gibt es ähnlicherweise auch für die Spitfire zum Beispiel oder für die Friedensstifter finde ich diesen Skin auch sehr, sehr edel. Zumindest ähnelt der dem extrem. Da es aber zumindest für die Battle Pass Inhaber die Stufe 100 oder 110 erreicht haben, wird der Skin wahrscheinlich eher uninteressant sein, weil die beiden Skins aus dem Battle Pass von Season 1 deutlich geiler aussehen. Achso, habe ich übrigens eigentlich erzählt, wie die heißen. Großwildjäger war Longbow und der Wegbereiter, falls ich das nicht erzählt habe, heißt der Skin für die Longbow von der Exklusivvariante. So, jetzt kommt die Exklusivvariante für die Havoc. Sieht natürlich auch wieder deutlich geiler aus. Ist einfach nur ein anderes Farbspiel. Von der Optik her ändert sich wirklich nur die Farbe. Die Details bleiben sonst alle gleich.
Muss ich wieder betonen, Exklusivvarianten immer bei weitem schöner als die Standardvariante. Das war's eigentlich soweit schon von den Skins und dem Store-Update. Ich will das Store-Update auch immer nicht so unnötig in die Länge ziehen. Das muss nicht sein. Wie gesagt, schaut ihr heute Morgen oder Mittag um dieses Video. Gegen 12 Uhr bin ich heute nochmal live für ein paar Stündchen mit meinen Mates. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen, verdammt heißen, sonnigen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.